Schönen guten Abend und herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass Sie da sind, Anna Wawan. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Und ich habe nachgeguckt, dober večer. Ja, ich weiß aber, dass Sie Tschechisch sprechen, also ein bisschen geschummelt sind ja, das schon. Ja, da ist es nicht. Da wäre es dobri den. Anna Wawan ist 1980 in Slowenien geboren und dort aufgewachsen. Sie hat in Ljubljana und in Wien studiert. Wir haben es schon gehört, 2022 hat sie den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Und sie ist seit diesem Jahr Mitherausgeberin und Chefredakteurin der renommierten Literaturzeitschrift Literatur und Kritik. Frau Wawan, was bedeutet Ihnen denn der Gastlandauftritt? Ja, ich werde erst seit ich im Ausland wohne sehr viel auf meine Heimat angesprochen. Davor war das nicht wirklich so ein Thema für mich. Aber ich habe so vor kurzem über meinen Nationalstolz nachgedacht. Und zuerst dachte ich, es ist nicht so wirklich präsent. Und dann habe ich aber bemerkt, dass es sich immer eher in kleinen Dingen versteckt. Wahrscheinlich, weil Slowenien ein kleines Land ist das passend. Aber zum Beispiel, ich kann mich erinnern, als ich als Kind einen schwarz-weißen Film mit, ich glaube, Catherine Hepburn gesehen habe. Da war der Protagonist so ein Angeber, der behauptet hat, er kann alles. Und sie hat ihn daraufhin gefragt, können Sie Slowenisch? Und das hat mich mit so einem Stolz erfüllt. Oder zum Beispiel auf der Uni haben wir über freudsche Fehlleistungen gesprochen. Und da gab es dieses Beispiel, dann aber sind die Tatsachen zum Vorschwein gekommen, weil es Schweinereien waren. Und mein Professor hat während einer Recherche herausgefunden, dass das ein Slowene war, also sein Gesprächspartner. Und auch darauf waren wir irgendwie stolz. Aber wenn so olympische Siege sind oder bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse, dann ist das zu groß für mich irgendwie. Ich kann es irgendwie nicht verarbeiten. Aber ja, obwohl Frankfurt schon eine sehr große Sache ist, freue ich mich sehr. Nicht nur, dass die slowenischen Autoren eine Plattform bekommen, sondern auch, dass Europa oder die Welt sie hören wird. Mhm. Weil ich muss schon sagen, ich denke mir oft, wenn ich irgendwelche slowenische Autoren lese, die mich staunen lassen, wenn das eine Weltsprache wäre, wäre das bestimmt ein Teil des Kanons. Ich mache so viele Pausen aus Rücksicht der Übersetzerin Amalia gegenüber. Aber ich habe die Frage beantwortet, oder? Jawohl. Jetzt leben Sie ja in Wien. Fühlen Sie sich eigentlich als slowenische oder österreichische Autorin oder beides? Oder spielt das keine Rolle? Ja, also ich finde, ich habe ein österreichisches und ein slowenisches Buch geschrieben. Mhm. Ich glaube, die Bücher haben schon eine Nationalität, aber meine ist, glaube ich, nicht so ausschlaggebend. Natürlich, ich fühle mich wie Slowenin und ich werde mich wahrscheinlich sicher immer so fühlen, aber mein deutsches Buch ist ganz österreichisch, finde ich. Ich habe auch bemerkt, dass ich die Nationalität des Buches sehr mit der Sprache verbinde und die Handlung auch entsprechend verorte. Zum Beispiel mein Debüt findet in Österreich statt und mein zweites Buch, das auf Slowenisch erschienen ist, ist in Ljubljana verortet. Und ich habe gar nicht darüber bewusst nachgedacht. Es ist einfach organisch so passiert. Bevor wir zum Buch kommen, noch eine Frage, die Sie sicherlich auch interessieren wird, mich ungemein.
2022 haben Sie ja den Bachmann-Preis gewonnen. Was hat sich seitdem in Ihrem Leben verändert und wie? So alles. ich finde, also davor war ich, wenn ich mich so ein bisschen überspannt ausdrücken kann, ein Künstler, der in seiner Souterrain-Wohnung wütend auf die Gesellschaft war. ich finde es witzig, dass ich jetzt Souterrain-Wohnung gesagt habe. Ist es keine? Nein, aber ich finde Elfenbeinturm finde ich so prätentiös. ja, ich glaube, ein Künstler füllt immer eine Kluft zwischen sich und der Gesellschaft. Es ist immer eine störende Reibung da, immer eine Suche nach einer Lösung, nach einer Überwindung. Und dann gewinnt man so einen Preis und das ist eine Art Anerkennung natürlich. Und dann ist man plötzlich kein Künstler mehr, sondern ein Kulturmensch. Es ist keine Reibung mehr da. Man wird freundlich eingeladen. Alle sind so benevolent, dass man sich seiner Ironie schämt. Die Kluft ist weg. Und ich kann es mir vorstellen, dass das nicht gerade fordernd für die Kunst selbst ist. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie meine Entwicklung weitergeht. Also ich lehne mich zurück und hole mir ein Popcorn. Nein, weil ich meine, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, das ist, also ich war mir meines Symptoms nicht bewusst, aber Leute haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass alle meine Bücher, alles was ich schreibe, von Einsamkeit handelt. Also unterschiedliche Schattierungen der Einsamkeit und entweder charakterbedingte oder pandemiebedingte oder einfach aus einer Ablehnung, aus einer Misotropie resultierende. Aber jetzt, also diese Einsamkeit ist jetzt ganz, ganz weg. Ja, ne? Gut, dann fangen wir mal an. Sie haben mit dem Buch, fangen wir an. Sie haben Ihr neues Buch mitgebracht, Verpuppt, da oben sieht man es, hier ist es auch nochmal. 2021 in Slowenien zum Buch des Jahres gekürt, übersetzt wurde es von Klaus Detlef Olof, erschienen ist es im Otto Müller Verlag in Salzburg. Der Roman handelt von zwei Hauptfiguren, Rita, eine junge Frau, und Herr Jesch, ein älterer Mann. Es ist ein Coming-of-Age-Roman, der eher fragmentarisch aufgebaut ist, also es wird nicht linear erzählt. Und Achtung, der Roman spielt Spielchen mit uns. Eine Geschichte, in der nichts ist, wie es scheint. Sind wir in einer psychiatrischen Klinik oder sind wir vielleicht doch im Ministerium? Wer ist eigentlich Herr Jesch? Wer ist Rita? Oder heißt sie sogar anders? Oder wie schreiben Sie so schön? Wie auch immer, alles ist möglich und es ist egal, was wahr ist. Wie würden Sie das Thema des Buches beschreiben? Ja, ich würde sagen, es handelt von einem Menschen, der seinen Platz in der Welt sucht und die Möglichkeit in Erwägung zieht, dass das auch ein Spielplatz sein könnte. Und ich spiele auch jetzt ja tatsächlich ein bisschen mit dem Erwartungshorizont des Lesers, weil durch das Erzählen von unzähligen Geschichten haben wir so einen Drang entwickelt, alles in die Form einer Geschichte hineinzupressen und alles muss irgendwie logisch, kausal, konsequent sein und womöglich am Schluss einen Sinn haben. Und Rita wächst, die Protagonistin Rita wächst auch so auf mit den Geschichten, weil sie so scheu ist, dass sie
Kontakte mit den Mitmenschen eher meidet, aber sie glaubt, dass Bücher ein Menschenersatz sind, dass sie sich öffnen, so wie man den Kopf eines Mitmenschen öffnen könnte und daraus lesen. Aber sie merkt allmählich, dass die Welt nicht so ist wie eine Geschichte, dass es nicht zwangsläufig sinnvoll endet, beziehungsweise ganz sicher nicht. Und das stört sie nicht. Es stört sie nur, dass sie von den Geschichten irregeführt wurde. Aber die Sinnlosigkeit an sich mag sie. Und ich finde es sehr lebensbejahend, dass sie pflegt und ihre eigene Geschichte eher fragmentarisch wiedergibt. Mhm. Während sie die andere Geschichte, die nicht wahr ist, aber dafür plausibel, einfach nur spielerisch vorträgt, um Leute vielleicht an der Nase herumzuführen. Oder so. Mhm. Sie selbst haben, das habe ich mal gehört, das Buch für unübersetzbar gehalten. Wie war denn das jetzt, das zu lesen in der Übersetzung? Ich habe mit einem Literaturwissenschaftler aus Klagenfurt gesprochen, der das Buch in beiden Sprachen gelesen hat. Und er hat gemeint, und ich mag den Vergleich sehr, dass es so ist wie ein Tier in unterschiedlichen Stadien der Metamorphose. Also wenn es aus einer Sprache in die andere kommt, geht da eine Verwandlung durch und es schaut ganz anders aus, aber es ist das gleiche Tier. Das ist ja schon mal gut. Und ich finde es so schön, weil es so gut mit dem Titel korrespondiert. Mhm. Aber ja, die Übersetzungen sind an sich, ich meine, je poetischer die Sprache, je mehr man aus der Sprache herausschreibt, desto gleichberechtigter sind Form und Inhalt. Und ich finde, es sind wie zwei Seiten einer Münze, die man zwar trennen kann, aber dann muss man die andere Seite irgendwie suchen und draufkleben und ein Riss bleibt immer. Es kann trotzdem schön sein, wie Kintsugi, sagt man so, oder? Aber ein Übersetzer, merke ich, gibt dem Inhalt immer Vorrang. Mhm. Und ich kann das nachvollziehen und verstehen, aber manchmal wäre für mich selbst die Entscheidung schwer. Jetzt schreiben Sie ja sowohl auf Slowenisch als auch auf Deutsch. Wie entscheiden Sie, in welcher Sprache Sie schreiben? Ja, das wäre eine sehr spannende Frage für einen Künstler. Er könnte Sie sind so, ja jetzt Kulturmensch, ne? Ja, ja. Ein gut. Künstler würde sagen, ich werde gerufen und ich antworte auf gleiche Sprache. Und ein Kulturmensch wird ja angerufen und und dann schreibt man halt in der Sprache des Auftraggebers. Gut. In Ordnung. Wir kommen noch mal zurück zu Rita. Sie haben es auch schon angesprochen, der Titel Verpuppt. Wie würden Sie selbst Rita beschreiben? Gerade auch vor dem im Hinblick auf diesen Titel Verpuppt. Ja, also wie so oft wurde ich auch hier von einem Insekten inspiriert. Das war mir auch nicht so bewusst, dass so oft so abstoßende Tiere in meinen Texten vorkommen. Und das habe ich auch dann so selbst analysiert und bin drauf gekommen, dass mich wirklich alles Abstoßende extrem beschäftigt. Und dann lese ich viel darüber. Und am Ende lerne ich es lieben. Und das finde ich eigentlich sehr schön und eine gute Lektion fürs Leben, oder? Aber ja, diese eine Insektenart hat mich extrem inspiriert. Ich habe gelesen, dass sie 20 Jahre im Stadium der Verpupptheit verbringt, im Schlamm. Und dann nach 20 Jahren schlüpft
schlüpft sie und wird zu einer Eintagsfliege. Und dieses unverhältnismäßig lange Werdegang, damit konnte ich mich sehr gut identifizieren. Aber das Buch ist nicht autobiografisch, was sage ich jetzt wieder. Also ich finde es auch so heutzutage nicht so ungewöhnlich, dass man sehr, sehr lange überlegt, was man werden möchte. Und vor allem, wenn man Geisteswissenschaften studiert hat, wo einem wirklich so kein Weg gezeigt wird, da ist tatsächlich alles möglich. Aber ist es? Ich meine, einem wird immer gesagt, alles ist möglich. Du hast alles sein, was du willst, wenn du nur stark genug wünschst. Aber ist es so? Ich weiß es nicht. Diese Frage, inwiefern wir tatsächlich determiniert sind durch unsere Biologie, durch unsere Körper, durch die Gesellschaft, diese Fragen finde ich spannend. Mhm. Sie haben es jetzt angesprochen, verpuppt, die Eintagsfliege haben wir kennengelernt. Sie verwenden viele Bilder aus der Natur immer wieder. Also die Katze kommt auch drin vor, Primeln kommen vor, Veilchen kommen vor. Beim Bachmann-Text war es die Wechselkröte. Woher kommt eigentlich dieser Bezug zur Natur bei Ihnen immer wieder? Ja, wie gesagt, ich bin keine gute Biologin, ich sehe alles metaphorisch. Also es hat mich schon immer, ich habe immer Vergleiche gezogen. Auch als ich klein war, habe ich sehr viele Tiersendungen geschaut, weil das ist das Einzige war, was ich durfte, und Schwarz-Weiß-Filme. Aber ich kann mich noch erinnern, ich habe als Kleinkind über die Gottesanbeterin eine Doku gesehen, und eigentlich war das was eine Serie, jetzt werde ich nicht aufzuhalten sein. Es war eine Serie von Abwehrmechanismen im Insektenreich, und die erste war die Gottesanbeterin, die sich einfach aufstellt und die Flügel aufspannt und sich viel, viel größer macht, als sie ist, weil sie Augen auf ihrem Flügel vortäuscht, und dann glaubt man, das ist einfach nur der Kopf eines großes, viel, viel größeren Tieres. Und eigentlich hat sie keine Waffen, aber durch ihr selbstbewusstes Auftreten werden viele Feinde eingeschüchtert. Und das war zum Beispiel das erste Tier, das ich nachzuahmen versuchte. Und dann später habe ich auch diese Motus gehört, so fake it until you make it. Ich dachte, ja, das habe ich schon versucht. Es funktioniert nicht immer. Und dann habe ich als zweites Mimikrie versucht. Das war auch sehr spannend. Aber ich habe das Gefühl, ich verliere voll den roten Faden jetzt gerade. Sie sind immer noch bei der Natur. Ist alles ja, nein, ich konnte nie über schöne Dinge sprechen. Mhm. Ich mache nie so Blumenbeschreibungen, wie sie Proust so gut gemacht hat. Oder Landschaften konnte ich nie beschreiben. Sonnenuntergang geht gar nicht. Und ich finde, dass all das Schöne möchte ich erleben. Und all das, was mich stört, möchte ich irgendwie lösen. Und mein Schreiben ist wahrscheinlich eine Suche, eine unmögliche Suche nach einer Lösung. Mhm. Das haben Sie so schön gesagt. Sie sind jetzt Kulturmensch, ne? Durch den Preis. Als letzte Frage, weil die Zeit rennt, kommen Sie eigentlich wegen all dem Trubel jetzt noch zum Schreiben? Ja, nein, im Moment nicht wirklich, nein. Aber es gibt Saatzeit und Erntezeit, oder ich hoffe, es ist in Ordnung so. Gibt es schon Ideen, Projekte, im Kopf wenigstens? Ich sehe mich jetzt eigentlich so ein bisschen nach der Ruhe, damit ich alles, was bisher geschah, verarbeiten kann. Mhm. Und ich bin mir sicher, dann
dass ich dann wieder schreiben kann. Das hoffen wir auch. Wann fängt denn die Ruhe an? Nach dem Gastlandauftritt dann? Ja, genau. Ja. Okay, also die Frankfurter Buchmesse noch überstehen und dann ist Ruhe angesagt und die Produktivität kommt wieder. Ja. Und dann geht es wieder zurück vom Kulturmenschen zur Autorin. Ja, schauen wir mal. Vielen Dank, Anna Marwan. Danke.